So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge X3 Album Blut mit der EMC 4AP Mod. Erstmal hier alles richtig anziehen. Und zwar, jetzt bin ich kurz vor dem Ziel, zum Mond, ja. Also ich habe ja gesagt, ich werde halt das Ganze jetzt wieder werde aufnehmen, wenn ich nochmal kurz vor dem Mond bin. Sprungtor zum Mond. Was ist denn das? Jetzt so. Egal. Egal. So. Transorbit Auto. Das könnte eine so wunderschöne Zukunft werden. Ich kann kaum meine Tränen zurückhalten. Ja, hast es gleich gepackt. Bis gleich, Autopilot aktiviert. Bei der Erde, ja. Bis gleich beim Torus. Und ich glaube hier. Ich weiß nicht mehr. War das doch in diesem Plot gewesen, wo man den Torus zerstören musste? Beziehungsweise, ich nehme mir den Mikrofon näher ran, wo man das zerstören musste? Wo man konnte die Erde nicht mehr betreten? Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Oder war das bei dem in einem anderen Plot gewesen? Weiß es nicht mehr. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Aber ich wusste noch, man musste noch gegen den Torus kämpfen. Und da konnte man nicht mehr bei der Erde durchfliegen. Da wurde man direkt angegriffen. Oh, ich weiß das gar nicht mehr. Ja, das nennt man Alzheimer. Naja. So. Jetzt mal wieder einmal richtig hinsetzen. Mein Stuhl. So. Ich habe mich die ganze Zeit ein bisschen gemütlich gemacht. Ja, normal, wenn man nur fliegen tut und muss keine Maus und Tastatur anpacken. Erreiche System Erde. Ein herzliches Willkommen auf der Erde, Pilot. Landen Sie bitte auf dem Torus. Wir werden den Einsatz nachher gründlich besprechen. Hä? Der Plot ist zu Ende? Autopilot deaktiviert. Plot ist zu Ende? Das kann nicht sein. Ach stimmt, wenn man hier, glaube ich, die Region verlässt, wird man angeschossen. Kann das sein? Flieg mal da raus. Wurde man da noch angeschossen? Von dem Torus. Bin mir nicht mehr so sicher. Der Torus. Aber ich kann mich noch dran entsinnen, bei irgendeinem Teil musste ich doch noch den Torus zerstören. Oder bin ich jetzt komplett auf dem falschen Weg? Boah, ich weiß das gar nicht mehr. Terraner Geschütztürme, ja, sind eine Menge. Ein Geschützturm bietet einer Fabrik oder Raumstation zusätzlichen Schutz. Antiker Kanone, ja, ist klar. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Autopilot deaktiviert. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Autopilot deaktiviert. Ich hab jetzt aus Versehen wieder mal die Falsch. Gut, dass ich nicht auf die Station geschossen habe. Ich wollte eigentlich Shift D drücken. Ist das noch so weit weg? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Oh, nee, doch nicht. Okay. Andock-Vorgang erfolgreich. Wir entbieten einem Freund der Terraner ein freundliches Willkommen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt.
Herzlich willkommen an Bord des Torus. Sie haben sich sehr zuverlässig um die Rettung des Lebens nicht nur hier im Sonnensystem, sondern auch auf Aldrin und in der Gemeinschaft verdient gemacht. Martin Winters ist es zwar trotz allem gelungen zu entkommen, und er ist auch weiterhin eine große Gefahr. Wie alle anderen haben wir auch noch nicht verstanden, was seine wahren Absichten sind. Aber mit Ihrer Hilfe werden wir auch weiterhin uns und unsere Alliierten vor Übergriffen der AGI schützen können. Um uns erkenntlich zu zeigen, haben wir für Sie das gesamte Sonnensystem zugänglich gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Pilot. Danke, danke. Okay. Ja, aber nicht den Ruf, ne? Ihr Ansehen ist zu gering. Handelsbeschränkungen sind in Kraft. Nehme ich mit. Ja, hier Punkt zu Punkt will ich nicht haben. Nee, nee, unnötig. So, Handelssoftware. Eingehende Nachricht. Handelssoftware MK2. Installiert. Sind Sie an dem Job interessiert? Job für Sie. Bitte docken Sie meine Torus für weitere Anweisungen ab. Wir haben Arbeit für Sie. Ihr seid in der Flotte nicht viel erfahren und zufällige Piloten, denen wir diese Sache anvertrauen können. Wichtige Gäste kamen vor kurzem die Erde und möchten eine Tour durch das Sonnensystem. Nehmen Sie an? Natürlich. What? Sende jetzt die Details. What? Das hier könnte etwas knifflig werden. Für diese Mission können Sie jedes Schiff mit Lebenshalt nutzen. Ein Militärschiff wäre angebracht. Sicherheitssorgen. Sehenswert. Mond. Mond. Moment, jetzt muss ich ja hier noch irgendwelche VIPs noch befördern. Oh Gott. Gehört das aber auch zum Plot? Nee. Ach, Belohnung 500.000. Aber keine Zeitbegrenzung. Hier spricht das Torus-Kontrollzentrum. Kehren Sie sofort auf den vorgeschriebenen Transitvektor zurück. Ihr Schiff wurde von den Waffensystemen des Torus erfasst. Weitere Abweichungen vom Kurs werden nicht toleriert. Ja, Moment, ich bin doch hier Richtung Tor unterwegs. Mach mal hier keinen so Stress, Digga. Okay, dann haben mich doch die Waffen dort anvisiert. Na dann. Erreiche System, Mond. So, wie lange muss ich hier bleiben? Der Ausflug. Sonnensystem. Na, hinten gab es auch, glaube ich, auch irgendwo noch. Ne, oder warte mal. Da ist das Westtor. Gab es da hinten nicht auch noch irgendwo noch ein Sprungtor? Egal. Aber ich wollte eigentlich keine solche Mission machen. Aber gehört die auch zum Plot? Ich kann mich nicht dran entsinnen, dass die zum Plot gehört. Seltsam. Oder habe ich die Leute überhaupt aufgenommen? Haben den Bedarf, das Potenzial des Drachens, ja, hab ich. Erkannt und ihn von Bug bis Heck überarbeitet. Das Resultat ist ein noch beeindruckenderes Kriegsschiff. Aber versteht das nicht. Gehört das wirklich zur Plot dazu? Da muss ich doch wirklich ernsthaft diese Leute noch rumkutschieren. Das gibt's nicht. Boah. Das sind so Missionen, die ich auch irgendwie nicht so mag. Jetzt ist die Frage, wie lange muss ich mich hier festhalten an dieser Mission? Es gibt jedenfalls kein Zeitlimit. Aber wann bedeutet es dann hier, fliege zu Venus? Das sind kein Problem. Versuchen Sie es nochmal. Was? Fliege zu Venus, okay.
Aber wie vieles sind ja halt alle unsere ganzen Planeten, wo wir halt besichtigen. Oh, das dauert wieder mehrere Stunden. Da würde ich erst sagen, da mache ich den nächsten Teil, mache ich da wirklich alles offscreen. Weil das ist, würde dann ein bisschen zu lange dauern. Weil ich will jetzt auch noch die, den Todd-Plot weitermachen. Ja gut, okay, mit den Marines, das ist halt ein bisschen schlecht. Da ich keine ausgebildeten Marines habe. Ah, genau, da hinten ist das nächste Sprungtor. Das habe ich gemeint. Das geht aber zu Venus 2. Oder? Oder? Weiß es jetzt nicht mehr. Gut, ich muss mir eh hier längere Zeit, muss ich mich hier aufhalten. Bis das Ganze wieder aktualisiert wird. Aber für 500.000 ist ein bisschen wenig. Wenn es 5 Millionen wäre, hätte ich gesagt, okay, das würde ich dann gerne tun. Wo fliegst du hin? Merkur. Oh, da muss ich glaube ich auch hin, oder? Ja, ist halt das nächste Ziel, okay. Das ist das nächste Zielchen. Gab es hier noch irgendwo noch ein Schiff, das einfach noch so herrenlos rumfliegt? Da habe ich auch noch nicht aufgepasst. Herrenlose Schiffe. So, ich bremse mal hier ab. Lass den Sensor laufen. Da, 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 da. Ja, herrenlose Schiffe. Da muss ich die Augen offen halten. Ach Gott, die. Wenn das nicht so lange dauert. Versuchen Sie es nochmal. Merkur. Eingehende Nachricht. Was? Ah. Fliegen wir mal zu Merkur. Mal schauen, was du uns anzubieten hast. Oh je, oh je. Erreiche System, Merkur. Aber gab es hier nicht doch Merkur 1, 2, Uranus 2? Oder war das auch nur durch eine Mod gewesen? Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es leider nicht mehr. Diese Station wird als Kommando und Koordination. Beta-EM, Plasmakanone, ja, irgendwann. Oh, Hammerhai. Die haben Heimerei-Raketen. Würde ich so gerne haben. Ja, 10 Gigajoule-Schilde. Ist klar. Ist klar. Also hier die Stationen, die sind immer gut bestückt mit irgendwelchen 10 Gigajoule-Schilden oder Hammerei-Raketen. Okay. So, ne komm, ich flieg mal ein bisschen weiter noch zum Tor. Weil ich muss jetzt, das nächste Ziel ist Mars. Der ist hier unten. Da geht's weiter zum Asteroidengürtel, oder? Ja, Jupiter, Saturn, Uranus. Oh Gott, ey, das ist... Oh. Ach, die Ortsche Wolke, die ist aber nicht dabei, ne? Ne. Oh Gott, ja, das werde ich definitiv versuchen, alles noch offscreen zu machen. Aber bis ich das ja offscreen mache, ja, dann habe ich ja diese Mission auch schon geschafft. Witz. Okay, dann müssen wir ein bisschen warten. Ja, komm. Mach hin, komm. Husch. Aktualisiere die Mission. Oh, geht doch. Alles auf einmal. Was laberst du? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Erreiche System, Venus.
Ja, Venus, auf geht's zum Mars. Ah. Da. Ich muss mir bald mal einen Kaffee zulegen. Ja, 6 Wochen Urlaub ist schon anstrengend. Ach, Entschuldigung. Weil, ich weiß nicht, ich gehe relativ sehr spät abends ins Bett, also meistens immer morgens um 2 bis 3 Uhr und stehe morgens um 6 Uhr, 7 Uhr stehe ich ganz normal wieder auf. Ohne Wecker, ohne Hilfe von irgendwelchen anderen Sachen, aber ich stehe einfach wieder auf, ganz normal, als würde ich arbeiten gehen. Als würde ich ganz normal wieder arbeiten gehen. Ja gut, okay, 3, 4 Stunden Schlaf, das ist nicht gerade gesund, aber gut, wenn ich es so nehme, wie ich schon normal arbeiten gegangen bin, bin ich auch meistens immer um 2 Uhr aufgestanden, beziehungsweise um 12 Uhr ins Bett gegangen. Und dann morgens um 5 Uhr aufgestanden, hatte ich auch nur 5 Stunden Schlaf. Und mit dem bin ich da halt recht gut ausgekommen. Ja gut, ich weiß nicht. Vielleicht brauche ich eher relativ wenig Schlaf, auch wenn ich rumgehe, aber trotzdem. Ich bin eigentlich nie gut klargekommen mit viel Schlaf. Also ich könnte nicht länger als 8 Stunden pennen, das geht nicht. Da würde ich ja den ganzen Tag noch verschlafen. Naja, den ganzen Tag verschlafen, das wär's noch. So. Mission, du könntest dich mal ein bisschen aktualisieren, ein bisschen schneller, bitte. Weil den Mars, den will ja keiner sehen. Das ist, wie soll ich sagen, kein interessanter Planet. So interessant ist er nicht. Nur Leben. Da würde ich doch eher den Saturn be bevorzugen. Da würde ich eher den bevorzugen. So, Mission, komm, mach hin. Gut. Ne, ich springe nicht. Ich springe nicht, springe nicht. Ja, aber schön, dass du hier hinten nicht jünger wirst. Du wolltest ja diese Reise machen. Ja, hallo? Da bist du selber schuld, wenn du mitfliegst. Ach Gott, ey. Ach, das hier wäre ein System, wo man sich sagen könnte, ja, sieht auch nicht aus. Aber normalerweise müsste man noch hier einige Planeten sehen, oder? Wie weit wäre denn der Asteroidengürtel zum nächsten Planeten entfernt? Weil eigentlich müsste man doch den Jupiter oder den Saturn sehen. Oder sehe ich das verkehrt? Ich bin mir nicht so sicher. Eigentlich müsste man das doch jetzt ja hier von dieser Position aus sehen. Weil so klein sind die Planeten jetzt auch wieder nicht. Aber trotzdem, so ein kleines Pünktchen müsste man doch erkennen. Egal. Ich weiß ja nicht, wie der Abstand ist zwischen Asteroidengürtel und beziehungsweise wie weit die jeweils entfernt sind. Müsste ich mal nachschauen. So, Mission, du könntest dich wieder mal aktualisieren. Ja, okay. Die nächste ist fertig. Ah, nehme ich die Skabat mit? Nehm ich wirklich die Skabat mit? Weil. Was ist denn hier auf weit der Erde? Erkleinerte Schiffe? Nö, oh. Aha, ich habe einen Bomber.
Cool. Ich hab einen Bomber. Jetzt muss ich mal schauen. Gelandete Schiffe, die Scabbard. Pass mal auf. Orbitale Patrouillenbasis. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Nee, du hast keine. Moment. Verteidigung? Welche Station kann denn hier? Diese Station ist die Diese Station wurde für die alleinige Aufgabe entwickelt. Hammerhai Raketenkonstruktionsfabrik, okay. Oh, Militärbasis. Als Kommando und Koordinationszentrum für Flottenoperationen im nahegelegenen Raum genutzt. Ferner können Rekruten in Hier können Rekruten, ja. Moment, bist du voll ausgestückt mit Geschwindigkeit? Nein. Aber ich schicke dich trotzdem hoch zur Militärbasis. Werde dort die Marines noch ein bisschen trainieren. Mir dort welche auch, ja, auch welche kaufen, trainieren und die ganzen Pipapo. Dass das auch weitergeht und dann würde ich schon halt die Du willst mich verarschen? Nein! Hä? Ja, nee, ist klar. Jon. Zu viele, um sie zu zählen. Mission abgebrochen. What? Moment. Wieso? Wieso Mission abgebrochen? What? Ziel ist nun in Feuerreichweite. Das terranische Volk dankt Ihnen für Ihre Hilfe beim Kampf gegen diese Bedrohung. Frachtraum enthält nun. Ja. Aber wieso steht ihr still? Hä? Pirat, Valkyrie. Wieso steht ihr still? Wieso bewegt ihr euch nicht? Ziel ist nun in Feuerreichweite. Der Profit ist verloren. Wieso steht ihr still? Das... Modfehler? Frachtraum enthält nun Poltergeist-Raketen. Oder ist das... Mir kommt jetzt so vor, als wäre es noch eine erweiterte Plotmission für die Tyranner. So will ich mir das jetzt einmal ausdenken. Ja, du bewegst dich jetzt, oder was? Ich will nicht gegen die Aegir kämpfen. Obwohl die schwere Fregatte der Aegir-Klasse erst kürzlich... Ich will nicht gegen die kämpfen. Pirat Aegir. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Ich will aber nicht gegen die kämpfen. Ich will aber nicht gegen die kämpfen, weil die beschießt mich jetzt da hundertprozentig. Aber wieso stehen die denn rum? Energielevel niedrig. Die tut nix. Hä? Obwohl die schwere Fregatte. Du hast aber Waffen an Bord, da wieso tust du nix? Was zum Teufel? Was ist das für ein komischer Bug? Die lässt sich einfach ganz normal abschießen. Ja, warum nicht? Die tut nichts.
Sie hat Waffen installiert, ja? Aber sie schießt nicht. Oh Mann. Die tut nichts. Geht mir nicht in den Kopf hinein. Also das ist für mich ein einfaches Spiel. Nur die jetzt mit diesen Waffen zu zerstören, das würde Ewigkeiten dauern. Noch machen wir lieber so Dauerfeuer. Ei. So, die Schilde sind weg. Jetzt kommt der Rumpf dran. Oh Gott. Dauert ja genauso lange. Ich würde euch jetzt hier am liebsten mit meiner Raketenfregatte reinkreuzen und dann wusch, wusch, wusch. Wow. Ja, die schießt nicht zurück. Warum? Ja gut, okay. Hier wird jetzt auch schön alles dezimiert. Das finde ich gut so. Aber, ja. Ja, jetzt kommt hier endlich mal ein bisschen Verstärkung. Ja, Verstärkung ist da. Phantomrakete. Ziel verlässt Feuerreichweite. Ja, die Explosionen richten auch ein bisschen Schaden an. Tja, jetzt haust du ab, oder was? Mjölnir. Ja, ist auch weg. Phantomrakete. Geht es jetzt hier weiter mit dem Plot? Wir sind eine Witzfigur, verziehen Sie sich. Ich werde hier hinten nicht jünger. Mir reicht's. Unsere Wege werden sich am nächsten Dock trennen. Ziel verlässt Feuerreichweite. Aber... wie es aussieht, hat das aber funktioniert. Gut, würde ich sagen, fliegen wir wieder zurück zur Erde. Die Folge wird auch hier jetzt enden. Und ich werde wieder zurückfliegen, den langen, langen, weiten Weg, ja. Also, oh Gott. Gut, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.